ist allerdings zum Beispiel noch groß in Gefahr. Da kann Laura Spieger noch nach vorne kommen. Und das ist der Parcours, den wir hier sehen. Also zunächst einmal 1,6 Kilometer lang die Startrunde. Dann haben wir hier die Zusatzrunde. Und wir haben es ja gerade schon angesprochen, in den Nachwuchswettbewerben der Klasse 23. Da sah das dort unten in diesem kleinen Wäldchen, wo wir heute unterwegs sein werden, wirklich ganz dramatisch aus. Zum Teil schlammiger Untergrund, der nicht einfach zu fahren sein wird. Wir haben es erwähnt, die Mechaniker haben da eine ganze Menge leisten müssen, um eben die Reifen auch umzubauen. Es ist ein eigentlich schön zu fahrender Parcours. Und hier selber in Monsterland kennen sich ja die Besucher und auch die Teilnehmer bestens aus, denn seit 1991, damals bei dem ersten Mountainbike-Weltcup überhaupt in der Geschichte der Mountainbiker, war ein Parcours hier in Monsterland schon im Verlauf enthalten. Also das ist eine alte Bekannte, eine alte Liebe, könnte man schon fast sagen. Hier fast mittendrin beim letzten Weltcup-Rennen. 8 Runden sind zu fahren. Bei den Frauen hatten wir ungefähr 16 Minuten Fahrzeit für eine Runde. Gehen Sie mal davon aus, dass die Männer natürlich etwas schneller unterwegs sind. Größere Starterfeld, ich hatte es vorhin erwähnt. Insgesamt sind es hier also 25 Nationen, 86 Fahrer. Und genauso wie bei den Frauen, Christian, spielt auch hier wieder die Startposition, das Hineinkommen in das Gelände, eine ganz entscheidende Rolle. Man muss einfach das Ganze gut treffen, ganz besonders, weil es heute technisch sehr, sehr anspruchsvoll ist. Es ist nachher so, dass man eigentlich nur eine Linie gut fahren kann. Ja, manchmal gibt es eine zweite Linie, die zwar genauso schnell ist, oft aber nicht so arg ausgefahren ist. Und das macht es natürlich anspruchsvoll. Jeder wird versuchen, sich hier nach vorne zu drängen. Wir haben die entsprechenden Anstiege. Wir haben ja auch genügend Breite, um das am Anfang im Startflug machen zu können. Aber sobald es eben in diese natürlichen Hindernisse, in die Rock Garden, in die Wurzelpassagen geht, dann passt halt eigentlich... Igor Koretzky und Andrej Cink aus der Tschechischen Republik. Ja, und trotzdem wäre es dieses Jahr eine besondere Geschichte, weil er da eigentlich nie ganz in Schlagdistanz war. Es war nicht so einfach, da vorzukommen. Und dann erinnern wir uns zurück, letztes Jahr, kurz vor den Europameisterschaften in München, mit einem positiven Dopingbefund, nachher freigesprochen worden. Das war tatsächlich eine Geschichte, die ihm trotzdem natürlich gewaltig an der gezehrt hat und wehgetan hat. Und das hier, das haben wir bei ihm auch schon öfter gesehen. Ja, jetzt mit dem Defekt. Das ist bitter, bitter, bitter. Jetzt geht Thomas Pidcock vorbei. Ja, das ist ganz bitter für den Schweizer. Also der Defekt in dieser wichtigen Rennsituation in der zweiten von 6 zu fahrenden Runden. Und dadurch übernimmt Thomas Pidcock zunächst einmal komplette Medaillenausbeute alleine der Olympischen Spiele zu Hause bei sich. Also nicht nur Olympiasieger geworden, sondern auch Zweiter und Dritter. Das zwischen 2008 und 2016. Ich finde es immer bemerkenswert, dass Thomas Frischknecht und Nino Schurter als zwei Alphas, wie sie sich selber bezeichnen, auch so gut miteinander klarkommen und sind doch auch wirklich sehr unterschiedlich. Thomas Frischknecht, viele werden sich noch daran erinnern, das war einer, der sehr, sehr konservativ auf dem Mountainbike unterwegs war. Wollte ganz, ganz lange auch keine Federgabel fahren, sondern ist immer mit starrer Gabel unterwegs gewesen. Hat sich also gegen viele technische Neuerungen lange Zeit gesträubt. Ich hatte mal das Vergnügen, ihn am Ende seiner... Aus der Schweiz unterwegs, aus seiner Lapierre-Cross-Maschine, Mountainbike-Maschine, Joshua Dubot direkt dahinter auf dem 8. Platz. Und dann kommt eben Luca Schwarzbauer mit 1,36 Rückstand. Gucken wir mal, was das für ihn heute werden wird. Wird eben für Luca Schwarzbauer auch ganz schwierig werden, hier noch aufs Podium zu rollen. Aber Gottes Willen, was will man sagen? Er hat den Shorttrack-Weltcup gewonnen als erster deutscher Rennfahrer überhaupt. Gerade bei den Männern ein Gesamtweltcup gewonnen. Und da kann man eben auch all die Weltcups in den vergangenen Jahren in dieser Disziplin in Cross-Country dazu nehmen. Kein deutscher Mountainbiker hat es bisher geschafft. Das, was Luca Schwarzbauer erreicht hat, also ein großartiges Ergebnis. Und der fährt, er hat vorhin gesagt, auch eine starke Saison, ist mit dem Jahr 2023 super zufrieden. Ja, wir sind auch super. Spaß, und das sehen wir heute, was eben der Spaß dann auch für Ergebnisse mit sich bringen kann. So, jetzt geht es wieder in den technisch schwierigen Streckenabschnitt. Wieder ein kleiner Nachteil für Thomas Pidcock. Man muss da oben auf dieser Brücke, das sehen wir tatsächlich nicht. Da liegt jetzt ist er im Bereich der Boxen, um das Hinterrad zu wechseln. Ja, war zumindest nicht so weit, aber es ist bitter, 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 bitter. Und du hast es völlig richtig gesagt. Also diese Performance,
auf einem Plattenrad so zu fahren, die ist bemerkenswert, die ist beeindruckend. Der kontrolliert dieses Bike ja trotzdem extrem gut. Ich finde es auch sehr anschaulich gewesen, wie gut das ist, dass er so eine Art von so weit hinten habt, nach vorne kommen lassen, direkt durchattackiert und das Ganze wirklich in souveränster Manier geworden. Das war wirklich eine beeindruckende Schau, die er im Münchner Olympienpark an den Tag gelegt hat. Und er hier, Matthias Flückiger, hatte dort eventuell seinen schwersten Tag seiner ganzen Karriere, kurz davor eben mit dem Dopingbefund konfrontiert worden, ja danach freigesprochen worden. Aber das war ein ganz, ganz herber Schlag. In dem Moment auch nicht nur für ihn, sondern für die ganze Schweizer Nati, für die ganze Nationalmannschaft, da hat jeder mit dem gelitten. Wie geschmeidig er dort diese Abfahrt runtergefahren ist und als exzellenter Rennfahrer dort andere einfach so in der Abfahrt mit seinem Können hat stehen lassen. Ja, und bei mir hat er vor allem den Puls im Hals stehen lassen. Das war schon atemberaubend und fast auch ein bisschen beängstigend, was er da gemacht hat. Spielt hier jetzt noch ein bisschen runter und die letzten Meter, die gehören nur ihm. Das ist eine Genussfahrt. Im achten Lauf des Weltcups gewinnt Thomas Pidcock. Thomas Pidcock mit seinen 24 Jahren auf dem Weg zum zweiten Weltcupsieg in diesem Jahr. Hier sind wir bei Jordan Sarrou, der noch mal weiter nach vorne gekommen ist mit einem wirklich saustarken Finale vorbei an Lukas Schwarzbauer, während sich Thomas Pidcock dort vorne bereits feiern lassen kann. Das heißt, bei Lukas Schwarzbauer geht es um den 8. und 9. Platz, während Pidcock dieses Rennen heute nach fast anderthalb Stunden gewinnt. Schön wäre es, das hat er vor dem Start gesagt, dem Regenbogentrikot heute noch einmal zu gewinnen. Das Wetter ist gut, die Sonne kommt raus. Was sollte daran schon schlecht sein, auch wenn er jetzt am Anschlag ist und am Ende seiner Kräfte. Aber Sieg ist Sieg und den hat er am Ende eben auch verdient, trotz der technischen Probleme beim zweitplatzierten Matthias Flückiger. Hier die Positionskämpfe mit Nino Schurter, dem Weltcupsieg. Hier kommt der zweite rein. Das ist also Matthias Flückiger aus der Schweiz. Er wird diese wunderbare Bilanz der Schweizer Mountainbiker an diesem letzten Weltcup. Wirklich ganz, ganz knapp. Und ich kann mir vorstellen, dass der Matthias Flückiger jetzt vor der Leinwand steht und erstmal zählt. Wer kommt denn da alles? Zunächst hier sein Landsmann. Das ist Marcel Guerini, erneut als Dritter, wie am vergangenen Wochenende in den Vereinigten Staaten in Snowshoe, jetzt wieder auf dem dritten Platz. Tolle Bilanz, gerade jetzt gegen Ende der Saison noch mal gezeigt, was er drauf hat. Und da geht man auch viel entspannter, die Saison dann endlich mal zu Ende ist. Ja, ich glaube, da geht es oft gar nicht so sehr drum, wie viele Wettkämpfe man hat, sondern einfach dieses, es ist jetzt zu Ende. Man hat sich ein letztes Mal noch mal ganz intensiv bemüht. Es kommen diese Resultate zu einem Ende. Und dann geht's in den Urlaub. Das muss ein schönes Gefühl sein. Die Spannung kehrt da aus dem Körper. Wir blicken da nochmal auf das Ergebnis. Die ersten 10 haben wir gerade gesehen. Danino Schotter also auf dem 14. Platz reingekommen. Lars Forster direkt dahinter mit einem etwas größeren Abstand dann auf seine Landsmann. Als dort die beiden Weltcuprennen ausgerichtet worden sind. You started the World Cup season with a win and you finished it with a win in your World Champion jersey. How good does that feel? Yeah, I was pretty motivated to get to win in this jersey before the end of the year. But yeah, this week was difficult. You know, it's been a long season. I was tired. It was a bit of a struggle. You know, like Sam didn't start last week. He said he finished. Is you know, all came fall on top of him at the end of the season, and Evie now this week. So you know, it's yeah, I was also feeling it, but you kind of just have to yeah, just keep a solid head It was a great contest between you and Matthias Flückiger. I know there's a lot of respect between you two as riders, but how much do you relish kind of battling it out? Yeah, we've had quite a few battles, to be honest. I mean, the Olympics, he was chasing me down for an hour. Here, he was, he kept me under pressure. I made a few mistakes. I kind of let him lead. I didn't really want to fight him in the descents. I didn't mind that he was in front because I could go also down the descents faster following him. But then when he made a mistake, I fell off a rock on one of the things. And then, yeah, that's where he got the gap with two laps to go. And
Also the first lap with this jump at the bottom, I kind of didn't have enough speed, so I had to get off and go around it, and yeah, people were shouting at me. But yeah, I didn't. I tried to make as little mistakes as possible, and also yeah, conserve the bike, you know, because Matthias was flying down the descents like a madman, but he also punctured twice. So yeah. And what happened with your bike? Because there were a few situations where you were talking to the technical team on the sidelines. Was there a flat in the end? No, my bike's fine. Well, that is great news. Now, we're heading into an Olympic year. What's next for you after this? I'm going on holiday now. Normally I still go last lap full gas, but today I just couldn't be asked. I was like sprinting up the hills, even if I'm going to win, but you know, I'm going on holiday now. Enjoy your holiday. Well done. Thank you. Danach das Headset abnehmen lasse ich also, aber verdient hätte er es. Es ist wirklich beeindruckend, was der alles erreicht hat. Und Jordan Zarrou, schau mal, der ist auf der 2, 40 Punkte dahinter. Flückiger auf der 3, 50 Punkte hinter. Dann ja, Luca Schwarzbauer mit viel Distanz, mehr als 200 Punkte. Und du hast mich vorher mal ganz kurz gefragt, warum glaube ich, dass Jordan Zarrou so frustriert war. Vielleicht hat er gedacht, hey, Schnino Schurter war heute angreifbar in Sachen Gesamtweltcup-Sieg. Aber mit dem gebrauchten Tag, den er gewonnen. Und sein Nachfolger, das ist Mathieu van der Poel, der aktuelle Straßenweltmeister. Das ist die Creme de la Creme. Der Mountainbiker heute an diesem letzten Tag, am Sonntag, dem 8. Oktober, geht die Mountainbike-Saison mit diesen Rennfahrern zu Ende. Aber keine Angst, wir sind noch nicht ganz durch. Wir werden auch noch die Weltcup-Gesamtwertung präsentieren. Das ist einmal das Tagesergebnis mit Thomas Pidcock, Matthias Flückiger, Marcel Gerini.